Moin moin ihr da dran, was geht ab? Leckeres am Start und willkommen zu einem weiteren Video. Wir sind wieder in Bangkok und wir stehen heute vor der Ducati V2S, der Super, nicht Super, Naked, der Naked-Variante. Sieht ein bisschen aus wie die V4S mit den Winglets. Die Winglets sind nachträglich rangebaut, genauso wie dieser schöne offene Kupplungsdeckel. Boah, sieht das geil aus. Also sowas hätte ich auch gern bei meiner V4S. Wir haben einen Standardauspuff, wir haben normale Reifen, wir haben sogar ein Kennzeichen. Hier ist Winkel egal, aber wir haben Spiegelblinker, alles. Die ist deswegen legal. Und ich würde sagen, bevor ich euch lang rumquatsch, hören wir uns erstmal den Sound an, denn das ist super witzig. Die klingt nämlich sehr geil, Ducati-like, aber auch Standard. Und das heißt, es ist ganz witzig, mal wieder ein normal klingendes Bike zu hören. Und zum Beispiel, guckt euch den Kupplungsdeckel an. Schön, oder? Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie bist du an die V2 gekommen? Wieso fährst du die jetzt in Bangkok? Und zwar ganz witzig und auch mega geil. Der Basti, der wohnt hier in Bangkok, ist ein Deutscher, seit 7 Jahren wohnt er hier, arbeitet hier, fährt diese Karre, hat meine Videos gesehen, mich angeschrieben, gesagt, ey, hier ist ein Foto, willst du mal meine Karre ausprobieren? Fahr die jetzt seit ein paar Monaten, macht mega Spaß in Bangkok, komm doch gerne vorbei, wenn du Bock hast. Und ich meinte, ey, wie geil ist das denn? Und das ist auch wirklich so cool, also das ist wirklich eins der coolsten Dinge durch diese Reichweite, dass einen so viele Leute sehen und dann natürlich auch, ja, manche netterweise so eine Karre einfach zur Verfügung stellen. Also Shoutout an Basti. Gerne mal ein Herz in die Kommentare dafür. Das ist echt super korrekt. Eine mega, mega Aktion. Und jetzt cruisen wir mit dem Ding mal ein bisschen durch Bangkok. Ich hoffe, wir haben nicht überall sehr viel Verkehr. Und ihr seht es auch, ich habe die Einstellung ein bisschen geändert in der Kamera, weil viele von euch gesagt haben, oh, so weit weg, so Fischei, gefällt euch nicht. Dann könnt ihr mal jetzt gerne Bezug zu nehmen und auch schreiben, ob euch jetzt das wieder besser gefällt, wenn es so ein bisschen näher dran ist. Ich habe das so ein bisschen gezoomt. Ich kann da natürlich einstellen, ne? Ich kann auch Fischei mehr oder weniger machen. Das heißt, wie mir das gefällt. Ich fand das vorher auch ganz cool, aber ihr könnt ja mal gerne dazu schreiben. Boah, Alter, wir merken auf jeden Fall, der hat viel, viel, viel zu viel Bums für diese Stadt hier. Wir haben nämlich eigentlich gerade selber nur einen Roller geliehen, sind damit hergefahren und ich habe noch zu Mädels gesagt, ey, so ein Roller ist eigentlich wirklich das Größte der Gefühle, was du hier brauchst. Alles, was du mehr hast, ist unnötig. Zu viel Leistung, zu viel Power. Oh, aber es ist einfach, also es ist ein richtiger Traum. Ich finde, das ist wirklich, wirklich eine geile Karre, wenn man nicht auf der Rennstrecke unterwegs ist. Weil ihr wisst das ja, ich bin auch schon mal die Super Duke auf der Rennstrecke gefahren. Ich bin eher so, ja, Rennstrecke muss dann eine Vollverkleidung, muss ein Supersportler sein. Das ist dann eher so meins. Aber für die Stadt, für Landstraßen, für gemütliche Ausfahrten ist so eine Karre wirklich ein absoluter Traum. Das macht echt, echt Laune. So, ich habe hier von Sebastian eine Route vorgegeben bekommen. Der hat gesagt, fahr einfach mal dahin, das ist der Ducati-Händler, da kannst du ein bisschen cruisen, da ist vielleicht nicht so viel Verkehr. Und deswegen folgen wir jetzt einfach mal der Linie. Es ist einfach so krass. Ich bin jetzt seit 3 Wochen hier in Thailand. Das heißt, in ein paar Tagen geht es für mich nach Hause. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, bin ich schon zu Hause. So schnell ging dann das Ganze. Die Zeit vergeht dann echt wieder wie im Flug. Aber ich muss sagen, ich habe mich langsam richtig akklimatisiert. Ich komme jetzt wieder richtig gut klar mit dem Verkehr, mit dem Leben, mit dem Lifestyle. Und ja, ich könnte mir tatsächlich auch sogar vorstellen, hier zu wohnen. Also Kinder würde ich vielleicht nicht gerne aufziehen wollen hier. Aber hier für ein paar Jahre zu leben, auch mit Annika, könnte ich mir echt gut vorstellen. Bangkok ist eine wilde Stadt. Oder Thailand im Allgemeinen, ist echt ein geiles Land, das ist toll. Manchmal muss ich mich trotzdem, sorry, dass ich jetzt ein bisschen still bin, manchmal muss ich mich konzentrieren, man muss dann einfach fahren, aber es ist trotzdem für mich komisch, weil es macht dir keinen Aktivplatz, du musst den Platz nehmen und dann halten die Leute auch an. Aber man muss halt immer aufmerksam sein. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Ich könnte es mir schon vorstellen. Trotzdem finde ich natürlich Deutschland vom, naja, was denn jetzt nun? Fahr doch mal vorbei hier. Finde ich Deutschland so vom Lebensstil und auch vom Wetter insgesamt auf jeden Fall besser. Ich finde, natürlich ist für mich das jetzt hier gigantisch geil, bei 30, 32 Grad hier unterwegs zu sein. Und
das Leben zu genießen auf dem Bike, das ist natürlich schöner, als wenn ich mit Annika telefoniere in Hamburg. Regenwetter all day und Sturm, das ist und ja, unter 0 Grad, das ist natürlich nicht so geil. Aber insgesamt ist es natürlich auch so, dass du immer nur das haben möchtest, was du gerade nicht hast. Und ja, wenn du dann hier bist, hast du dich irgendwann auch wieder daran gewöhnt. Also so Klima und Wetter finde ich in Deutschland schon grundsätzlich besser. Aber ich mag es halt hier. Ich find die Stadt richtig geil. Aber warum rede ich so viel darüber? Ich wollte ja eigentlich über das Moped reden. Ich wollte ja eigentlich über die Ducati sprechen. Erstmal Ducati in dem Rot finde ich richtig geil. Ich weiß eigentlich ein halbes Sakrileg, dass ich meine V4S in Schwarz-Gold gemacht habe, obwohl ich es richtig geil finde. Aber die wird auf jeden Fall nicht immer so bleiben. Also ich werde die auch auf jeden Fall wieder mal rot machen. Wenn ich alte Reels davon zum Beispiel sehe, dann genieße ich das richtig. Ich war jetzt verwirrt irgendwie. Ach doch, ist doch Gegenverkehr. Ich wusste nämlich nicht. Da war so ein Pfeil in die andere Richtung, aber irgendwie fahren alle in die Richtung. Ach shit, ja, jetzt habe ich natürlich total den Stau erwischt. Das ist natürlich crazy. Aber die klingen schon geil. Das Ding ist, ich würde die jetzt gerne mit einer Komplettanlage hören. Also, weil die frötzelt ja jetzt schon. Die hat viel Zündung. Ich finde auch den Motorlauf sehr angenehm. Auch für gerade dieses chillige Stadtfahren jetzt gerade. Oder auch ein bisschen schneller. Finde ich gerade den V2 auch irgendwie ein bisschen geiler als V4. V4 ist natürlich brachial, groß, dick, breit, aber das brauchst du ja alles meistens gar nicht. Das heißt, hiermit bin ich eigentlich schon ganz gut bedient. So, jetzt sehen wir auch was Lustiges. Und zwar, die Leute, es sind leider nicht so viele, aber die Leute filtern alle und manchmal bilden sich riesen Trauben vorne an Motorrädern. Guck mal, der hat kein Kennzeichen, der hat kein Kennzeichen. Hier seht ihr das da vorne, bilden sich so Trauben von Motorrädern und alle fahren los, wenn es grün ist und man fühlt sich, als wäre man mitten in einem illegalen Straßenrennen. Alle geben einfach völlig, völlig krank Vollgas. Jetzt können wir noch mal ein bisschen Gas geben, hoffentlich. Je nachdem, was der Verkehr sagt, sobald es grün wird. Das ist aber auch eine Sache, also ich finde es wirklich krass. Die Ampeln sind hier so geisteskrank lang rot. Man kann teilweise, guck mal, die Leute sind hier am Handy, gucken ein bisschen auf TikTok oder was auch immer, gucken YouTube-Videos im Auto teilweise, weil die Ampeln irgendwie 6-7 Minuten rot sind. Ja, oder man fährt einfach direkt über rot. Was ich auch merke, ist, kommt eine Hitze hier hoch. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie krass das ist, mit meiner V4S hier zu sein. Da bin ich ja in Deutschland schon mit Sitzheizung. Aber hier, ja, mein Hintern wird schon ganz schön warm auf dem Ding. Aber es sieht schon brachial aus. Ich würde die gerne mal von außen sehen. Das sieht bestimmt richtig, richtig fresh aus. So, und jetzt wird es grün. Jetzt fahren die Leute los. Alter, die schiebt aber auch. Ist das geil. Junge. Da spürt man dann mal ein bisschen Fahrtwind hier. Aber auch nicht zu viel. Also es ist jetzt nicht so, als würde der Push geisteskrank sein. Sondern es ist eigentlich gut zu handeln. Wir haben viel Leistung, aber nicht zu viel. Also das ist wirklich schön. Das ist ein sehr, sehr geiles Motorrad. Gefällt mir sehr. Und gerade auch vom Optischen wäre ich hier wieder von einem Rollerfahrer abgezogen. Vom Optischen auch, also auf jeden Fall das schönste Naked. Da kann mir keiner was anderes sagen. Finde ich wirklich, ist die Ducati Naked einfach geil. Ich habe auch einfach kranken Wheelspin hier, weil die Straßen so dreckig sind. Wahnsinn. Jetzt stellen wir uns nochmal hier vor das Ding. Also wie gesagt, optisch. Natürlich ist das leider nicht in Deutschland möglich, aber guck mal, wie toll das ist. Das ist so geil, ich liebe es. Also das Heck super kurz, super geil. Die Einarmschwinge natürlich absolut perfekt. Von der Seite mit den Winglets, die böse, aggressive Front, wenn man sich die anguckt. Also das ist einfach ein Bike, das ist brachial, das hat Bock, das ist geil. Und mit Spiegel und Blinker, ja, die sind vielleicht ein bisschen klein, aber theoretisch wäre das bis auf den Kennzeichenwinkel so auch in Deutschland zugelassen. Und da muss ich sagen, das gefällt mir richtig, ist wirklich schön. Also mir hat die Fahrt sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video auch Spaß gemacht. Wenn ja, zeigt es mir mit dem Däumchen, das wäre natürlich ein Träumchen. Sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, peace und haut rein, ihr Landratten.